Ja, herzlich willkommen zu unserem letzten Talk aus der Wanne für heute. Neben mir sitzt Oliver Grün, Gründer des Digital Hub und Ideengeber des Digital Hub und Vorsitzender des Bundesverbands für IT-Mittelstand. Kurz gesagt, an Ihnen kommt man eigentlich gar nicht vorbei, wenn man Aachen und Digitalisierung hört. Ist das richtig? Das sehe ich eigentlich nicht so, aber grundsätzlich wollte ich gerne ergänzen, dass ich eigentlich Unternehmer bin. Also ich habe ein Softwareunternehmen und diese anderen Dinge sind Ehrenämter, weil ich denke, man muss was tun in der Digitalisierung, damit wir nicht ganz abgehängt werden. Wer ist denn wir und wer ist schon ganz abgehangen oder schon teilweise abgehangen? Also wir sind sozusagen, ich sag mal, wie die Region Aachen, aber nicht, weil es die Region Aachen ist, sondern weil wir in Deutschland sind, weil wir in Europa sind und das eben gegenüber Asien und den USA. Da müssen wir schon noch einiges aufholen, um in der Digitalisierung nicht wirklich noch weiter abgehangen zu werden. Was fehlt uns denn? Also wo sind wir noch schlecht? Was braucht es noch? Also zunächst mal ist es ja so, dass wir, ich sag mal, im B2C-Umfeld, also Business to Consumer eigentlich tatsächlich, ja, was die digitale Souveränität betrifft, sie eigentlich nicht mehr haben, wenn wir mal ehrlich sind. Also da gibt es dann die ganzen Plattformen, die wir alle kennen, wo wir Social Media machen und alles. Diese ganzen Dinge sind eben alle im Silicon Valley angesiedelt. Es gibt auf der anderen Seite eben natürlich Entwicklungen, dass zum Beispiel inzwischen alleine Apple und Alphabet, was die Muttergesellschaft von Google ist, also die beiden alleine sind jeweils inzwischen fast so viel wert wie alle Unternehmen im deutschen DAX zusammen über alle Branchen hinweg. Also vor einem Jahr habe ich noch gesagt, die ersten fünf im Silicon Valley sind so viel wert wie der DAX, dann waren es die ersten zwei, jetzt ist es einer alleine. Also es ist eine wahnsinnige Entwicklung, die wir nicht sehen, die uns eben bei der Digitalisierung tatsächlich in großen Schritten abhängen lässt. Aber wie kann man da aufholen? Was könnten Strategien sein? Also zunächst mal, ich glaube, im B2C-Umfeld ist jetzt verloren, zunächst mal. Aber die digitale Souveränität im B2B, also Business to Business, die ist eben noch nicht verloren. Und da müssen wir jetzt wirklich auch anders vorgehen. Und im Business to Business, würde ich sagen, haben wir noch Chancen. Das sind natürlich auch unsere Wohlstandsbringerbranchen, also Automobil, Maschinenbau und diese ganzen Themen. Die sind jetzt sozusagen in der nächsten Welle der Digitalisierung dran. Und da müssen wir dieses Mal selber vorne mit dabei sein. Und daher, denke ich, sind solche Initiativen ganz wichtig. Initiativen wie das Digital Hub, kommen wir mal darauf zu sprechen. Sie hatten sich irgendwann überlegt, wir brauchen was in Aachen, eine ganz zentrale Anlaufstelle. Was war Ihre konkrete Idee? Was wollten Sie schaffen hier? Also Aachen ist eine tolle Region, aber eben sozusagen auf der Landkarte eher als Technologieregion und nicht als Digitalregion. Mhm. Und ich denke, dass es wahnsinnig wichtig ist, auch das Thema Digitalisierung in den Vordergrund zu stellen und nicht nur die Technologie. Und da haben wir eben einfach aus meiner Sicht Nachholbedarf. Und da ist das Digital Hub sozusagen ein erster Schritt, vielleicht ein Nukleus, dass ganz viel mehr passiert, was das Thema Digitalisierung betrifft. Jetzt mal blöd gefragt, Technologie, da steckt ja auch meistens schon eigentlich so ein Businesspotenzial drin, oder? Digital zu werden oder wie sehen Sie das? Also ja, das Potenzial steckt da absolut drin, aber es ist eben so, man muss es auch umsetzen. Also es ist für mich schon so ein Unterschied, was wir hier ganz toll können, auch einzigartig in der Region oder vielleicht sogar in ganz Europa, ist sozusagen neudeutsch Deep Tech, also tiefe Technologie, Entwicklung von Produkten, die man anfassen kann, also so ganz klassisch. Egal, ob wir einen neuen Straßenbelag erfinden, der die Stabilität von Teer hat an der RWTH, aber die Durchlässigkeit, also wie ein nicht versiegelter Boden, oder ob wir neue Autos erfinden oder was auch immer. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir obendrauf auf diese Produkte anfangen, digitale Geschäftsmodelle draufzusetzen und eben die digitale Transformation zu machen. Also klassisch ist, was wir in Deutschland machen, Digitalisierung heißt Optimierung. Wir machen die Produktion noch 5% besser. Das durch ist Automatisierung zum Beispiel, können Sie das ein bisschen erklären, genau, für also die sich vielleicht nicht so gut auskennen? Nehmen wir mal an, ich verarbeite Zink als Hersteller oder als jemand, der das verarbeitet. Und dann ändere ich quasi das Verarbeitungsverfahren und bin 5% besser. In der Automobilindustrie wird die Produktion verbessert und irgendwann bauen die Roboter die Autos. Gut, dann diskutieren wir natürlich über die Arbeitsplätze, aber wir diskutieren nicht darüber, ob vielleicht die Autos gar nicht mehr benötigt sind. Das ist nämlich digitale Transformation, also der zweite Schritt.
Und im Beispiel des Zink-Anbieters, das ist auch eine bekannte Unternehmen, Grillo-Werke zum Beispiel, die haben einfach einen Digitalisierungsworkshop gemacht, nicht bei uns, sondern bei sich, und haben dann gesagt, ja, wie können wir denn ein digitales Geschäftsmodell erfinden? Was ist denn das, wenn wir jetzt nur mal diesen Zink anbieten? Ja, genau, ne? Eben. So, und dann haben die die Idee gemacht, weil Zink wird sehr viel in Regenrinnen eingesetzt, dass sie sagen, wir machen eine lebenslange Durchflussgarantie statt der Regenrinne. So, was soll das jetzt heißen? Nehmen wir an, wir sind so ein Häuslebauer, dass man gar nicht mehr die Regenrinne kaufen muss, sondern die wird gestellt. Aha. In die Regenrinne, in den Wasserabfluss kommt sozusagen, in das Fallrohr kommt ein Sensor, der misst, ob Wasser durchfließt. Aha. Und dann kann man zusammen mit den Daten, wie das Wetter ist, feststellen, wenn der Sensor nicht meldet, dass Wasser durchfließt, es aber regnet, dann ist das Regenrohr verstopft. Und dann kommt automatisch der Service und macht mir die Regenrinne frei. Und ich als Häuslebauer muss nie mehr aufs Dach krabbeln, muss die Regenrinne nicht kaufen, zahle 5 € im Monat, aber eben mein Leben lang. Ja. Das kann man weltweit ausrollen. Da sind wir so ein bisschen datenbasiert. Wir sind beim Recurring-Thema, also wiederkehrendes Modell, anstatt einfach nur das Produkt zu verkaufen. Also wir müssen einfach in Plattformen denken, in datenbasierten Modellen. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich finde, dieses Zink-Modell ist zumindest sehr ein bisschen nachvollziehbar. Ja. Aber es wirkt jetzt auch so kleinteilig, da müsste man ja quasi als normaler Mensch hunderte von Abos abschließen, so Abo nenne ich das jetzt mal, oder? Also ist das die Zukunft, glauben Sie das? Also ich glaube schon, dass es immer mehr ein Pay-per-Use geben wird, also dass ich nur das bezahle, was ich auch nutze. Und das ist ja so etwas dann in dem Falle, man kann das ja auch variieren. Aber im Prinzip gibt es inzwischen erste systematische Verfahren, wie kann ich denn ein digitales Geschäftsmodell erfinden, wenn ich Mittelständler oder Industrieunternehmen bin und digitalisieren will. Das könnte man jetzt natürlich wahrscheinlich auf viele Produkte anwenden, die hier entwickelt werden. Gibt es da schon ähnliche Modelle, Projekte, Initiativen, die auch so als Best-Practice-Beispiele dienen? Ja, wir haben im Digital Hub jetzt inzwischen 220 Mitglieder. Das sind eben sowohl Startups als auch Mittelstand und Industrie. Wir haben inzwischen jede Woche eine Veranstaltung. Wir hatten eigentlich geplant 1 bis 2 Monate. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Und es ist uns auch inzwischen gelungen, Matchings zu machen. Matching heißt, dass wir Startups mit Mittelstand zusammenbringen. Und ein ganz gut verständliches Beispiel da ist, wir haben das Startup Fleet Butler, was eine Plattform macht für Mobilität, zusammengebracht mit Automobile Kohl, ist ja hier in der Region gut bekannt. Und da besteht jetzt die Möglichkeit, einen digitalen Mietwagen zu machen. Also die Firma Kohl hat wie viele große Autohändler eine relativ große Mietfirma. Hängt, glaube ich, so ein bisschen damit zusammen, dass man immer noch mal Autos abnehmen muss, um irgendwelche Nachlässe zu kriegen. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber die haben ja alle diese wirklich großen Mietfirmen. Und es ist jetzt möglich, durch diese Technologie von Fleet Butler, die in das Auto mit einer kleinen Box eingebaut wird, wirklich diese Autos irgendwo hinzustellen und dann digital zu vermieten. Ich kann also als Unternehmen ein solches Auto mir hinstellen lassen und dann im Prinzip können auch die Mitarbeiter auch für Privatzwecke dieses Auto nutzen. Das ist mit Versicherung geklärt. Jeder macht das mit der App und kann den Wagen einfach mal nutzen, um einkaufen zu fahren, obwohl man sonst gar kein Auto hat. Wir haben hier am Digital Lab auch so einen Wagen stehen. Das nutzen die dann manchmal und es wird dann auch automatisch abgerechnet. Und dann ist das Auto plötzlich in use, anstatt dass es nur rumsteht. Und dadurch eben einfach hat man zusätzliche Möglichkeit, seinen Mietwagen in den Markt zu bringen. Das ist jetzt ein Beispiel von einem Projekt, was wirklich tatsächlich umgesetzt worden ist. Und das wird auch tatsächlich genutzt, jetzt schon nun nicht nur als Ideen? Nee, das wird genutzt. Ich kenne jetzt natürlich keine Zahlen, aber es wird genutzt und es ist tatsächlich am Markt. Wenn wir über die Chancen sprechen von Digitalisierung, müssen wir wahrscheinlich auch über die Risiken bzw. die Schattenseiten vielleicht sprechen, die erwartet werden. Sehen Sie da Risiken? Sehen Sie Schattenseiten? Man spricht immer wieder davon, Jobs gehen verloren. Glauben Sie daran und was muss man dann machen, damit eben es vielleicht keine Verlierer gibt oder die Leute nicht abgehangen werden? Also erstmal sehe ich dann eine riesige Veränderung für mich. Also ich glaube, dass es die größte Revolution ist seit 150 Jahren, die wir gerade durchleben, ohne dass wir es merken oder wahrnehmen. Und es gibt eine Oxford-Studie, die sagt, dass in den nächsten 25 Jahren von über 800 untersuchten Berufen rund die Hälfte verschwindet. So, das ist natürlich schon eine krasse Aussage. Was sind das für Berufe? Weiß man das? Das sind alle Berufe, die repetitiv sind. Das heißt, wir haben natürlich bei uns immer so die Eigenschaft, alles sehr durchzudiskutieren als Deutsche. Ja. Also wir diskutieren immer noch über den Taxifahrer und sind traurig, dass es den nicht mehr geben wird. Und was machen wir denn mit der Tätigkeit, anstatt
ja, wenn man noch mal ein bisschen weiter guckt, wird noch viel mehr passieren. Dann brauchen wir auch keine Radiologen mehr, wir brauchen auch keine Steuerberater mehr und keine Rechtsanwälte. Das keine Radiologen, das klingt ja erstmal skurril, dass so ein, sagen wir mal, prestigeträchtiger und auch hochkomplexer Beruf ja eigentlich wegfallen wird. Ja, was ist daran komplex? Man macht im Prinzip macht die Aufnahme, die macht natürlich weiter ein Gerät. Und es ist jetzt schon so, dass künstliche Intelligenz in der Erkennung von zum Beispiel Melanomen oder von Herzklappengeschichten, also einfach besser ist, weil da sozusagen hineinfließt das Know-how von 1000 Professoren. Das ist einfach besser, als es der Radiologe, der Mensch kann. Und das wird irgendwann disruptiv sein, sodass es dann irgendwann einfach kippt. Und dass es dann wirklich so ist, dass jeder überall auf der Welt kann sozusagen sich von 1 Million Professoren beraten lassen, indem er einfach seine Bilder, die gemacht werden, seine Röntgenbilder, in die künstliche Intelligenz schickt und dann kriegt er ein Ergebnis. Hätten Sie da nicht Angst vor einer hohen Fehleranfälligkeit oder wird die minimiert eben durch viele Vergleichswerte? Nein, die Fehleranfälligkeit ist geringer. Also nochmal, es ist jetzt schon so, dass es besser ist. Es wird auch so sein, dass beim autonomen Fahren, wenn man das jetzt mal überzieht, könnte man sagen, darf man irgendwann nicht mehr in der Innenstadt fahren, weil es zu gefährlich ist, wenn der Mensch fährt. Mhm. Also das sind aber Dinge, die einem jetzt nicht unbedingt nur Angst machen müssen. Es ist ja auch was Tolles. Mhm. Also was ich nicht verstehe, ist, dass wir das Ziel der Digitalisierung aus den Augen verloren haben. Das Ziel der Digitalisierung ist eigentlich eine Welt, in der es sich besser, gesünder und sicherer lebt. Mhm. Und nicht Vernetzung und böse Daten und so weiter. Ja. Und wenn wir das Ziel sehen, warum sollte dann nicht am Ende der digitalen Revolution wir nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten und den Rest der Zeit zum Beispiel kreativ sein oder Sport machen? Wir müssen einfach unser Wertesystem hinterfragen, was ja auch eine schöne Sache ist, was 28, 25 macht, dass man einfach nicht, also dass man auch über sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenkt, wenn zumindest wirklich die Digitalisierung so weit fortschreitet, dass KI so toll ist, dass alles automatisiert ist. Warum muss da noch jemand auf der Straße sitzen? Ist doch toll, wenn die Menschheit so weit ist, dass das so automatisiert ist. Ja. Vielleicht dazu noch einen Punkt vor. Auch wiederum vor 150 Jahren haben die Menschen im Schnitt, ich glaube, über 83 Stunden in der Woche gearbeitet. Wenn sie denen gesagt hätten, ihr arbeitet nur noch 37 Stunden, hätten die auch gesagt, wie, was mache ich denn da? So sagen die es jetzt auch. Also ich glaube, wir müssen einfach wirklich auch eine viel tiefere Wertediskussion führen. Sie haben eben ein interessantes Stichwort genannt, kreativ sein. Und zwar haben Sie die Digitalinee verfolgt durch Zufall heute Morgen? Leider gab nicht, weil ich in Berlin war. Es gab nämlich das wirklich spannende Experiment, wie ich finde, dass die Veranstalter haben quasi 3 Begriffe vorgegeben, einer Komponistin und einer Maschine, einer KI. Und daraus sollte eben ein Lied geschrieben werden, also ein Musikstück komponiert werden. Und das wurde uraufgeführt, also beide verschiedenen Stücke wurden uraufgeführt von einem Orchester bei der Digitalinee. Und dann mussten die Zuschauer entscheiden, welches ist jetzt vom KI geschrieben worden und welches von einer lebendigen Person. Sie haben es nicht gemerkt. Also wo ist unsere Rolle dann noch, wenn wir selbst nicht mehr kreativ sein können, wenn die Maschinen das Kreative auch mit übernehmen, die Kunst vielleicht? Ja, aber das ist eine andere Kreativität. Ich glaube schon, also wir Menschen bleiben immer Menschen. Alles, was Emotionen betrifft, was die eigene Befriedigung an Kreativität betrifft. Das ist ja so, auch wieder vor 150 Jahren war es so, man war was, wenn man da reingeboren wurde, also wenn man adelig war. Wenn man das nicht war, hatte man keine Chance. Und jetzt haben wir in den letzten 150 Jahren ein Wertesystem aufgebaut, man ist was, wenn man Leistung bringt. Okay, aber vielleicht ändert es sich wieder ein bisschen, weil es eine bestimmte Grundleistung, weil eben die Menschheit so weit ist, dass das funktioniert. Und dann kann man auch ein anderes Wertesystem machen. Also ich glaube echt, dass Philosophen auch wieder gefragt sind. Habe ich auch vor ein paar Jahren gesagt, das ist alles so shishi, ne? Aber also ich bin jetzt halt Ingenieur. Aber ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist. Und dass es auch wahnsinnig wichtig ist, auch ich habe eben was vom bedingungslosen Grundeinkommen gesagt. Vor 3 Jahren oder 4 Jahren habe ich auch gesagt, noch, das ist alles Quatsch, ne? Weil man muss Leistung bringen. Aber es ändert sich so viel, wir müssen uns einfach diesen Themen anders stellen und wir müssen, ich sag mal, auch über so Dinge sprechen wie digitale Kriegsführung, dass man das verbietet. Also dass eben dieser Moment, an dem vielleicht die künstliche Intelligenz so schlau wird wie ein Mensch, dass es eher zu unser größter Tag ist und nicht ein schlechter Tag. Und deswegen müssten wir ganz viele große Themen eigentlich jetzt diskutieren und auf der anderen Seite aber den Nutzen sehen und nicht immer nur darüber nachdenken, zum Beispiel beim autonomen Fahren wollen wir Deutsche dann ausdiskutieren,
oder auch wir Europäer, es gibt ja diesen sogenannten unvermeidlichen Unfall. Mhm. Also das Auto muss jetzt links in die Dame oder rechts in den Herrn fahren und das wollen wir also ausdiskutieren. Egal, ob dann eigentlich 100.000 Menschenleben gerettet werden könnten, diese zwei wollen wir zu Ende diskutieren. Mhm. Also ich würde lieber die 99.998 retten. Mhm. Und so tickt auch zum Beispiel das Silicon Valley. Also da will man einfach was Gutes machen. Und wir sagen, aber das geht doch nicht, wir müssen das Ethische erst klären. Mhm. Auf der anderen Seite nutzen wir aber ein Airbag. Und ein Airbag tötet auch mal ein paar Menschen. Da diskutieren wir auch nicht so viel. Also ich manchmal kann ich nicht verstehen, warum wir da alles bis zum Ende durch diskutieren müssen, bevor wir es machen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass die Dinge durchdiskutiert werden und dass man Regeln für viele schafft, aber wir verpassen wahnsinnig viele Chancen und die Geschwindigkeit ist das Problem heutzutage, dass da unsere Verfahren so in der Region und in Deutschland einfach ein bisschen zu langsam sind gegen das, was um uns herum passiert in der Digitalisierung. Sie haben im Vorgespräch gesagt, wenn wir nicht aufpassen, dann ist Deutschland, dann ist Europa abgehangen und zwar auch was den Wohlstand angeht. Wenn Sie jetzt ins Jahr 2025 blicken, das ist der Claim dieser ganzen Veranstaltung. Was müsste sich tun bis dahin, damit das nicht passiert? Also was ich natürlich ganz toll fände, ist ein Mind Change. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Deswegen ist 2025 auch sehr, sehr guter Ansatz, dass die Menschen wieder verstehen, dass die Digitalisierung ihnen nichts Böses will, sondern eigentlich was Gutes. Also dieser Mindset-Wechsel, der müsste passiert sein. Das ist, glaube ich, so die Grundvoraussetzung für alles, weil wir können nicht das gegen die Menschen machen und gegen die Gesellschaft und müssen irgendwie es schaffen, dass man wieder die Vorteile sieht. Und dass man die Menschen dabei mitnimmt. Genau, das ist absolut wichtig und deswegen gibt es ja auch sowas wie 2025 oder was auch immer. Ganz genau. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannender Input fand ich. Wenn Sie erleben wollen, was Aachen 2025 noch zu bieten hat, dann kommen Sie am Samstag, kommen Sie in die 5 verschiedenen Locations, Digital Church, Technologiezentrum, hier ins Stadtbad, ins Depot oder ins Ludwig Forum. Hier können Sie wirklich Digitalisierung, Zukunft sehen, anfassen, erleben. Nehmen Sie teil an dem Ideenwettbewerb, machen Sie sich einfach auf den Weg.